Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 im Old Iron King, Crown of the Old Iron King DLC, glaube ich. Ich müsste mir wirklich mal anfangen, die Namen zu merken. Im letzten Part sind wir hier weiter rumgelaufen, haben dieses Zepter-Dingens. Boah, ist mir warm. Wir sind nach wie vor über 30 Grad in meinem Zimmer. Und draußen auch. Ja. Was wollte ich sagen? Wir sind, also haben so Zeug. Da konnte ich gerade reinrollen. Da konnte ich auch gerade reinrollen. Hier geht's hoch. Moment mal. War ich hier schon mal? Ich kann hier runter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Komme ich hierher? Jetzt habe ich ja total die Orientierung verloren. Ich muss mal kurz gucken. Bringt mir das gerade irgendwas, hier hoch zu gehen? Da war eine Tür. Oh, ich schwitze wie ein Schwitzer. Das ist echt hardcore. Okay, aber egal. Wir sind im Let's Play hier, ne? Da wird nicht gelitten. Jetzt lockt. Das ist schlecht. Ah, oh. Scheiße. Das kann doch nicht sein. So eine Scheiße. Das kann doch echt nicht sein. Okay, nochmal. Welcher Weg war das? Das war hier der da drüben. Ich bin mir gerade. Nein! Nein! Ah! Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich da oben jetzt schon war, also ob ich da herkomme. Von irgendwo, oder komme ich einfach von woanders. Aber ich hatte ja zumindest vorhin noch gesehen, dass es oben noch irgendwie wie einen Weg gab. Also müsste ich doch eigentlich... Was ist da eigentlich? Was ist denn hier? Ach, fuck ja, hier war ich wirklich schon. Das hier ist die Tür, die ich meinte, die so auf explodiert ist. Okay, dann habe ich ja jetzt gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin und war und hin muss. Okay, hier kommt so ein sowas. Ich steig da jetzt einfach mal drauf. Guck mal, wo mich das hinführt. Da in so einen Gang. Okay, gucken wir uns den Gang mal an. Okay, gucken. Sorry, ich muss näher ans Mikrofon kommen, ne? Okay, schauen wir uns den Gang jetzt vielleicht doch nochmal an. Hier würde ja irgendwas sein. Ha. Ach, lass das. Ich sehe, dass der noch lebt. Pick up Item. Life Gem benutzen, bitte. Fällt mir gerade ein, dass ich ja eigentlich... Ach, lol. Ja, nice. Dass ich ja eigentlich erst runter wollte und nicht erst hoch. Na, egal. Jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Also, ah ja, genau. Genau. Das ist doch das, was ich gesehen habe, wo ich hin wollte. Perfekt. Das ist die eine, die ich gesehen hatte. Das andere ist dann genau da unter mir. Ja, aber das hatte ich. Guck mal, da drüben waren wir gerade drin. Da haben wir gestanden. Von da aus haben wir das hier gesehen. Und ich hatte mich gefragt, was das ist. Das hat sich jetzt geklärt. Was ist denn Simpletons Ring? Und vor allem welcher? Das sieht alles aus, als würde ich das schon kennen. Der hier ist. Makes wearer invisible while rolling. Ich glaube nicht, dass mir das was bringt. Ich glaube nämlich, dass es wirklich rein optisch ist. Oh Gott! Ich habe mich gerade selbst eigentlich kurz gefickt. Aber hey. So, können wir uns gleich heilen. Moment mal, das ist ja das falsche Bonfire. Jetzt bin ich bei dem Bonfire. Ah. Okay, ne, ich gehe wieder hoch.
Und wir haben gerade mal 3 von 5 und das auch nur im ersten Gebiet, ne? Bonfires, meine ich. Okay, egal, wir fahren jetzt hoch. Ich habe keine Lust, runter. Keine Lust mehr auf die andere Seite. Und wenn wir hoch müssen, werden wir das noch sehen. Ich werde noch 300 Mal verwechseln, hoch und runter zu sagen. Das ist ja unglaublich. Was bist du? Du bist verschlossen. Moment. Despair ahead. Ja, das sehe ich. Oh, hier geht es noch weiter runter. Try jumping, jumping. Vigor. Erstmal hier reingucken. Hier ist noch so ein Bombenmann. Ah ja, hier sind wir hier. Aber hier werden noch bestimmt wieder etliche Gegner spawnen. Oder nur ein großer. Das Gute ist, ich kann sterben. Ich bin gerade nicht human. Ach so, und ich kann meine Ästen, wie ich lustig bin, benutzen. Ach, der mit seinem scheiß Feuer hier, der Mini-Smelter-Demon. Okay, jetzt nochmal fix heilen gehen und dann nur noch einen Schlag und dann hat sich's mit dem auch ausgesmeltert. Ich hoffe, dass es das hier war. Natürlich nicht. Ach, natürlich noch einer. Ich gehe mich gleich einmal nochmal komplett heilen. Also ich gehe nochmal zum Bonfeuer, wollte ich damit sagen. Bonfeuer. Oh, moin, da kommt eine Keule durch die Wand. Und noch ein Schlag, kommt weg mit dir. Lässt du was fallen? Nö. Gut, machen wir mal die ganzen Sachen kaputt. Die haben oben, genau, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ich war ja oben in diesem einen Gebiet, wo ich gestorben bin, wo auch so ganz viele solcher Dinger waren. Und genau wie hier hatten einige davon Seelen verloren. Und zwar teilweise auch richtig starke, so Soul of a Hero zum Beispiel. War ein oder zweimal dabei, das sind ja die 10.000 Seelen geben. Tower Key. Okay, ich hatte jetzt schon mehrere verschlossene Türen gesehen. Macht das das auf? Ein dritter, als ob. Okay. Alles gut, ich kann meinen ganzen Estus verballern, weil ich gehe einfach eh gleich zurück. Oh! Hat er jetzt doch den Weg hier reingefunden? Zum Leuchtfeuer wollte ich noch sagen. Das ist schlecht, nicht ins Feuer. Okay, geh mal schön wieder raus. Wieso hast du jetzt Schaden? Wieso bekommst du gerade Schaden? Ach Leute, als ob du im Feuer stehst, du Vollidiot. Das ist nicht wirklich. Ich dachte kurz, er hätte was fallen gelassen. Okay, ihr noch kaputt und dann dich noch looten. Was gibt's hier noch? Human Effigy. Kann ich auch noch gebrauchen. Gut. Da haben wir hier doch mal ein bisschen aufgeräumt und eingesammelt. Jetzt riskiere ich das nochmal kurz. Schön, hat mich nicht erreicht, das Feuer. Ich dachte, das Feuer erreicht mich noch. Und jetzt werde ich doch einfach erstmal gucken, ob ich da hinten die Tür aufmachen kann. Und dann hatten wir ja oben noch eine verschlossene Tür gesehen, die ich mir auch eigentlich nochmal angucken möchte. Weil ich wette, dass sie auch mit dem Tower Key aufgeht. Und wenn wir hier schon mal sind, gucken wir hier auch mal fix rein. Hä? Ah ja. Okay, ich würde noch mal kurz eine Stufe runterfahren, weil ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass da unten vielleicht doch noch mal ein Bonfire ist. Wahrscheinlich liege ich falsch, aber irgendwie würde ich das noch mal kurz gucken wollen. Und ansonsten teleportiere ich mich halt hoch. Oh, hier könnte ich auch hin. Oh je. Iron Passage. Okay, aber hier ist ein Bonfire.
Iron Passage. Nee, da gehen wir nochmal zurück erstmal. Also, wo wollte ich hin? Das ist ja das nächste Gebiet. Oh. Ah. Okay. Genau, ich gehe hier nochmal hoch. Und dann wollte ich nochmal hochfahren zu der einverschlossenen Tür. Und dann gehen wir den ganz normalen Weg nach unten. Um, ja, denke mal, weiterzukommen. Ich erinnere mich übrigens mal, ich hoffe, ich verwechsel nichts. Aber ich glaube, mein... Nee, falsche Seite. Mein Dark Souls Mark hatte mir damals mal erzählt, so, ich wollte von den DLCs hier so wenig wie möglich wissen, weil ich die irgendwann eben noch blind erleben wollte, so wie ich es gerade auch tue. Aber ich glaube, er hat mir trotzdem irgendwann mal erzählt, dass es in einem der Dark Souls 2 DLCs irgendeinen Boss gab, der richtig, richtig schwer war. Vielleicht irre ich mich auch und es ist eigentlich einer im... in... keine Ahnung, im dritten Teil gewesen in einem DLC. I don't know gerade. Aber ich habe das in Erinnerung. Vielleicht, ich hoffe einfach mal, dass er den, oh Mann, dass er den Sinn gemeint hat, den Drachen. Weil der war jetzt auch nicht einfach, aber gut, der war auch jetzt nicht nennenswert schwer. Also wahrscheinlich hat er den nicht gemeint, dann wird es vermutlich doch eher einer in dem hier oder im nächsten DLC sein. Worauf ich jetzt nämlich keine Lust hätte, wäre ein Boss, den ich wirklich gar nicht schaffe. Also der so schwer ist. Oh, jetzt nicht noch ein Spirit. Warum würdest du das tun, Spiel? Why would you do this? Aber ich glaube, hier war noch so ein Totem. So ein Ashen Idol. Sorry. Ich vergesse den offiziellen Namen immer wieder. Warum mache ich hier gerade keinen Sound? Und warum war hier jetzt kein Banished? Okay, das ist die vorletzte Wedge. Ich glaube, ich will die alle machen, bevor ich in Richtung Boss gehe. Nochmal Nadalia. Was hat's damit auf sich? Oh Gott, noch mehr Phantome. Ach so, deswegen stand da Prowlers. Prowlers ist nicht der Name, sondern Prowlers steht dafür, dass es eine Mehrzahl ist. Das sind hier mehrere Prowlers. Ja, I see. Oh Gott, okay. Jetzt muss ich mal aufpassen. Oh nein. Ah, Mann! Ist da ein scheiß Zaun? Wenn das nicht alles immer mit so viel Wartezeit verbunden wäre, wäre das ja alles nicht so schlimm. Aber ich sprinte jetzt halt wieder hin. Dann genau, der Fahrstuhl geht gerade wieder hoch und ich muss jetzt einmal komplett stehen, bis er wieder unten ist. Was ewig dauert bei dem. Dann muss ich auf den nächsten Fahrstuhl warten, da durch die Tür, auf den Fahrstuhl warten, da hoch und dann wieder die Phantoms besiegen. Das ist doch super nervig. Ah. Könnten die Fahrstühle nicht irgendwie klug sein, dass die immer auf der Ebene sind, auf der ich bin? So sich quasi parallel zu meinem Movement mitbewegen oder so eine Scheiße. Ach, aber das ist doch wirklich super nervig. Jetzt warte ich auf den hier. Der ewig nicht kommt, da ist auch noch irgendeine andere Tür. Ich weiß nicht, ob ich da schon war oder ob ich da herkomme oder was weiß ich. So, jetzt muss ich hier lang durch die Tür auf den Fahrstuhl warten, der natürlich genauso getimt ist, dass er jetzt gerade weggeht. So, und jetzt werde ich wieder von den scheiß Typen invaded. Ne? Und darf den Code nochmal machen. Yay! Spaß, Spaß, Spaß! Gegen Invader-Phantome kämpfen macht ja so viel Spaß. Aber wieso ist hier jetzt keiner? Ach so. Ne, hier ist keiner. Vor allem, das sind jetzt halt, das ist jetzt halt wirklich wie, als würde ich gegen 5 PvP-Spieler kämpfen. Wo ist denn da der Spaß dran? Also, ich verstehe,
Ja, wie gesagt, alles challenging und so weiter, Dark Souls. Aber wo ist denn der Spaß daran, gegen fünf Gegner zu kämpfen, die quasi genau dasselbe können wie ich? Die sich halt bewegen wie Spieler. Das ist doch einfach nur Bullshit. Okay, es sind jetzt nur drei. Meine Güte. Also, nee. Wenigstens bekomme ich ein bisschen Rüstung von denen. Yay. Gut. Okay. Egal. Nicht mehr so viel rummeckern. Gucken wir mal, was hier oben ist. Das ist ja scheinbar hier die Spitze des Turms, oder nicht? Was bist denn du? Du bist eine Rüstung? Du bist ein Bonfire. Aha. Okay, setzen wir uns hier mal fix ran und gucken mal kurz, was sich hier. Was hat it? Okay. Nix. Ja, schön. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie irgendwas machen, sobald ich irgendwas gefunden habe. Okay, ich könnte hier wieder in die Iron Passage. Ich glaube, ich will aber erstmal. Hier fehlt da noch ein Bonfire. Ich glaube, ich will erstmal runterfahren. Nochmal. Also in den Keller quasi. Da bin ich jetzt noch gar nicht hingefahren. Das wäre nochmal eine Überlegung wert, ne? Guck mal, hier kommt sogar der Fahrstuhl gleich hoch. Genau so soll das nämlich sein. Nicht wie bei dem da drüben mit der doofen Schaufel. Soll ich hier runter? Hier kann ich wieder durch die Tür oder aber ich nehme den Fahrstuhl. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich bin mit dem anderen Fahrstuhl durch die Tür weiter und noch gar nicht ganz nach unten gefahren. Da war ja eigentlich auch noch was. Ich bin ja runtergesprungen, wie ich es hier jetzt auch mache. Okay, Sekunde nochmal. Ich habe das Gefühl, dass das besser ist. Ring ahead. Was denn für einer? Strength Ring. Oh, einer, der meine Stärke steigert, sehe ich das richtig? Nicht schlecht. Hier unten sind irgendwelche Gegner. Ja, jawohl, jetzt haben die hier plötzlich brennende Waffen oder was? Ich höre da unten, glaube ich, mehr als einen Gegner. Und wie ihr vielleicht wisst, ne, bekanntlich gefällt mir sowas nicht. Mehrere Gegner gleichzeitig. Vor allem nicht mit brennenden Äxten. Ja, ich höre das, ich höre das, ich höre, dass da noch einer ist. Ach ne, das ist wieder unter mir. Überhaupt keinen Durchblick mehr. Komm mal hierher. Auf der Ebene ist gar keiner. Dafür sind hier unten. Oh, zwei, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Was? Ich wollte mich gerade heilen, aber hätte ich mich geheilt, hätte der mich gemacht. Ich musste das jetzt irgendwie überleben. Gut, dass es funktioniert hat. Und ja, ich sehe, dass es hier immer tiefer geht. Und nein, ich bin kein Fan davon. Oh nee, oder?
Ja, das ist jetzt halt problematisch, weil meine Pfeile machen echt keinen Schaden. Habe ich noch andere Pfeile? So Bleeding Arrows wären nice, aber habe ich glaube ich nicht. Ja, das kannst du nicht. Okay, machen wir erstmal den Minion platt. Vielleicht kann ich den Keulentypen ja auch. Kannst du mit dem, meine ich, verteidigen? So. Vielleicht kriege ich den Keulentypen auch selbst gekillt. Aber dafür darf hier unten kein Minion sein. So einfach. Okay, ich glaube, es gibt keine andere Wahl. Das getroffen hat. Wie gesagt, I don't like, wo das hier hingeht, hier unten. Ah, da ist so ein Feuerdude. Was wollt ihr hier? Liar ahead. Och nee, nicht Fallon. Fallon hat mich schon so oft invaded, der geht mir auf den Sack. Das ist schlecht. Das sind so diese kleinen Momente in Dark Souls, die einem wirklich die Motivation rauben. Vor allem, es hat er gerade so nicht nur. Ja, forget. Der Samen ist jedenfalls auch weg, so das wollte ich sagen. Und wenn ich jetzt da runtergehe, ne, die Gegner sind halt wieder da. Auch die großen. Alles. Auch die, wo ich gerade meine ganzen Pfeile reingesteckt habe. Die natürlich nicht wiederkommen. Und ich habe jetzt auch logischerweise keine Seelen, die neu zu kaufen. Ja, da liegt mein Zeug, ne? Schön. So, hier ging es jetzt zum Iron Keep, da will ich ja nicht hin, aber der Fahrstuhl hier ist ja noch tiefer gefahren. Da möchte ich wissen, wo das hinführt. Ach, ist er doch nicht. Habe ich mir eingebildet. Cool. Fick mich am Sack. Es ist so warm in meinem Zimmer und ich laufe hier in einem Gebiet rum, wo man die ganze Zeit Lava sieht. Das hat masochistische Ansätze. So, wenn ich jetzt hier irgendwie durch ein Eisgebiet laufen würde, wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin stuck mit Feuergegnern, während hier 34,5 Grad in meinem Zimmer sind. Nee. Oh. Die Gegner sind ja alle wieder da, auch hier. Und ich darf bei keinem davon sterben, weil sonst 30.000 Seelen da unten weg sind. Und ich will nicht, dass 30.000 Seelen weg sind. Das wäre scheiße. Oh mein Gott, Kumpel. Machen das einfach ganz, ne, mit Gemütlichkeit.
Kann ich da irgendwie so ein Schädel mal hinwerfen? Nö. Also werfen kann ich. So gefällt mir das Ganze doch schon viel besser. Warum nicht gleich so? Okay. Jetzt ist hier wieder der Spaß. Richtiger Spaßkugel. Richtige Spaßkugel bist du. Ich dachte, ich hätte noch Ausdauer und habe deswegen nochmal angegriffen und bin nicht ausgewichen. So, jetzt kommt wieder das Tolle von Turm. Ja, wobei, Fallen ist, glaube ich, zufällig, ne? Ja, gut, dann kommt er jetzt nicht wieder. Fuck. Lass das! Oh, Junge, du machst mich krank! Und ja, der kommt wieder. Dann respawnen die hier alle. Dann kann ich hier durchrennen, das bringt ja nichts. Hier rein oder in den anderen Raum? Das ist schlecht. Tja, jetzt habe ich die Truhe geöffnet. Aber ich kann mir da jetzt gerade nichts mitnehmen. Die kommen hier nicht rein. Das ist ein Fahrstuhl. Ich riskiere es. Ich werde mich so dafür hassen, aber ich riskiere, jetzt diesen Gegenstand aufzuheben. Sorcery Clutch Ring. 35.000 Seelen. Keine Ahnung. Sagt die Paarzeit, Scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Moment mal, hier sind noch mehr von den Totems? Aber ich habe doch nur noch eine so eine Stange. Das war doch meine letzte Stange. Hier sind noch mehr von denen. Was soll denn das jetzt? Aber ich hatte ja auch nicht noch mehr gesehen. Und hier ist eine Bosswand und ich habe 35.000 Seelen, aber ich will mich nicht zurück teleportieren, sonst muss ich den Weg nochmal machen. Och Mann. Das ist safe eine Bosswand jetzt. Ich habe da gar keine Zweifel mehr. Ey Leute, ich habe die anderen Totems kaputt gemacht, weil ich dachte, man muss das machen. Der wird von irgendwas geheilt. Ich muss mal dahinter gucken, hier ist irgendwas. Da ist ein Gang. Titanite Chunk. Oh, ein Bonfire, nice. Ich bin ganz ehrlich mit euch, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ah, die Idols sind es, die ihn heilen. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz was googeln. Ich muss jetzt googeln, ob es noch mehr von den Wedges gibt oder ob ich das einfach verkackt habe.
Dark Souls 2 Wedge. Ich weiß nicht mehr, wie genau die hießen. Smelter Wedge oder so. Ah ja, hier ist Smelter Wedge. Gibt es da noch mehr? There are 11 in total. Aha. Wie viel waren hier denn? Okay, nee, das ist gut zu wissen. Okay, dann ist das eine Sache, die ich jetzt nochmal ganz fix mache. Ich weiß, der Part ist super lang und wir gehen im nächsten Part hier in den Boss. Ich habe jetzt gerade gesehen, wo noch welche sind. Fünf gibt es insgesamt noch. Einen davon können wir jetzt gerade nicht kriegen, aber vier davon können wir jetzt definitiv noch kriegen. Und die würde ich doch nochmal kurz nutzen, die Gelegenheit. Und die sind auch recht nah. Ich will nur kurz mal meine Seelen verbraten, weil das ist mir zu gefährlich. Ich würde einfach mal die Endurance auf 30 packen. Die Endurance. Okay, Dankeschön. Nochmal drei Life-Gems kaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, moin, danke. Hallo. Ich hätte gern drei. Danke, ciao. Ne, ich meinte drei. Danke. Na, ich meinte drei. Danke, ciao. So. Und jetzt wollen wir nochmal zu dem hier. Wir haben jetzt übrigens alle Leuchtfeuer im DLC aktiviert. Das heißt, der nächste Part wird ziemlich safe, der letzte. Wobei, wir haben immer noch diese Iron Passage oder wie die hieß. Das könnte ähnlich wie die Cave of the Undead oder Cave of the Dead oder wie auch immer das hieß, sein im ersten DLC. Also so ein optionaler Bereich, der irgendwo hinführt. Das ist auch immer noch. Oh! Moment mal. Wo führt denn das jetzt noch hin? Wofür denn das jetzt noch hin? Ach, oh, leck mich. Das führt ja irgend noch mal irgendwo ganz anders hin. Ja, ich nehme einfach das Item hier und dann sterbe ich wahrscheinlich. Fire Snake, okay, moin. Ja, ach komm, macht mich platt, also. Komm, einfach. Okay, interessant zu wissen. Merken wir uns, da unten ist noch was. Da gehen wir auch noch hin, aber nicht jetzt. Ich wollte jetzt nur noch mal ganz fix, komm, noch mal die vier Wedges holen. Und dann würde ich unten die Totems, die Idols, die da noch waren, die würde ich einfach mal offscreen dann kaputt machen. Weil es kann sein, dass da wieder diese großen Dämonen mit der Keule spawnen und so. Oh. Dann. Ja, brauche ich da noch ewig. Das würde ich einfach mal offscreen vor dem nächsten Part noch machen. Die Idols da unten kaputt machen. Mit den vier Wedges, die wir jetzt hoffentlich gleich finden. Ich lese noch einmal fix nach. Also wir wollen hier hoch. Wir wollen hier hoch. Ja, dann wollen wir hier hoch. Wo wir schon waren. Und dann wollen wir allerdings nach rechts und da soll dann gleich noch irgendeine Truhe sein. Was mich gerade fast schon ein bisschen verwundert, weil ich dachte, ich wäre hier lang gegangen. Moment mal, ich war hier doch. Nee, Moment, hier war ich nicht. Was habe ich denn gemacht, als ich hier hochgefahren bin? Bin ich einfach wieder runtergefallen? Oder gab es da noch irgendeinen Weg in der Mitte, den ich übersehen habe? Hier jedenfalls irgendwo in diesem Raum soll eine Truhe sein. Ach du heilige Scheiße. Wahrscheinlich die hier. Okay, komm, nimm, 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 nimm. Sehr schön. Ja, jetzt kann er mich auch töten, ist mir egal. Haben wir geschafft. Okay. Liebe Leute, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's für den Part. Ich mache jetzt, wie gesagt, offscreen unten die Idols noch weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und werden höchstwahrscheinlich gegen mindestens einen Boss kämpfen. Bis dann und auf Wiedersehen.